liebe Deborah und lieber Michael Annal, liebe Festgemeinde. Ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen in dieser schönen Erlöserkirche in München-Schwabing, in der wir heute Ihre Trauung feiern. Liebes Brautpaar, liebe Hochzeitsgemeinde, verliebt, verlobt, verheiratet. Darüber dürfen wir heute sprechen und wir sind alle in die Schwabinger Erlöserkirche gekommen, um hier in Ihrer Gemeinde, in der Sie jetzt schon ungefähr 3,5 Jahre miteinander leben, Ihre Hochzeit zu feiern. Sie haben sich einen Trauspruch ausgesucht, der wie eine Überschrift für Ihre Ehe sein soll. Es ist ein Vers aus dem ersten Buch Mose, wo es heißt: Ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hingehst. Wir wünschen, dass Gottes Zusage auch für Sie gilt, für Ihren gemeinsamen Weg in der Ehe. Ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hingehst. Aber beginnen wir von vorn. Verliebt, verlobt, verheiratet. Es ist wunderbar, wenn es sich so entwickelt und wir sind neugierig, zunächst ganz konkret darüber zu reden, wie sie beide überhaupt zueinander gekommen sind. Zu jeder Hochzeitsfeier gehören die Erinnerungen an die erste Zeit des Kennenlernens und sie sind, so wie ich unser Brautpaar bei den Vorgesprächen erlebt habe, auch noch ganz präsent, diese Erinnerungen. Diese Geschichten vom Anfang gilt es zu nutzen und nachzuerzählen, hier natürlich nur andeutungsweise. Sie, liebes Brautpaar, datieren alles zurück auf das Jahr 2013, als Sie sich auf einer WG-Party in Gießen kennengelernt haben. Eine Freundin von Deborah und Michaels Bruder waren die Gastgeber, also eine ganz vertraute Umgebung, obwohl sie damals 200 Kilometer auseinander wohnten. Deborah in Gevelsberg, Michael in Idstein. Gleich an diesem ersten Abend auf der WG-Party haben sie sich sehr, sehr gut verstanden. Sie sind im Anschluss noch weggegangen, waren sogar noch tanzen. Ja, und es sollte nicht die einzige gemeinsame Feier bleiben. Wenig später nutzten sie die Chance, sich wiederzusehen, trafen sich am selben Ort bei einem Geburtstagsfest und so nahm ihre Geschichte ihren Lauf. Heute können sie rückblickend voneinander sagen, alle wichtigen Themen wurden damals durchdiskutiert, man hat Herausforderungen bewältigt, die Stärken und Schwächen des anderen, das Auf und Ab einer Beziehung kennengelernt. Ja, und so auch dann die richtige Balance zwischen Nähe und Distanz gefunden. Und über allem steht die Liebe. Ich denke, eine ihrer Stärken ist es, dass sie gegenseitig die Leistung des anderen anerkennen und sich an den Erfolgen des anderen auch mitfreuen können. Und sie bleiben aufmerksam füreinander. Michael schätzt an Deborah vor allem, wie ehrlich und offen sie ist, dass sie sich aufeinander verlassen können.
Für Deborah ist Michaels Stärke, die er ausstrahlt, das Entscheidende, das sie berührt. Die Stärke, dass er Rückhalt gibt, egal was kommt. Liebes Brautpaar, Gott will eure Ehe schützen und segnen. So stelle ich euch die Traufragen. Liebe Deborah Annal, willst du Michael, den Gott dir anvertraut, als deinen Ehemann lieben, ehren und ihm die Treue halten und die Ehe mit ihm nach Gottes Willen und im Vertrauen auf seine Güte führen, solange ihr lebt, in Freude und Leid zu ihm stehen, mit ihm gemeinsam für andere da sein und tun, was dem Frieden dient? So antworte ja mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Ebenso frage ich dich, Michael Annal, willst du Deborah, die Gott dir anvertraut, als deine Ehefrau lieben, ehren und ihr die Treue halten und die Ehe mit ihr nach Gottes Willen und im Vertrauen auf seine Güte führen, solange ihr lebt, in Freude und Leid zu ihr stehen, mit ihr gemeinsam für andere da sein und tun, was dem Frieden dient? So antworte ja mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Die Liebe verlangt nicht nur nach Worten, sondern auch nach Zeichen und Symbolen, und dafür gibt es eure Eheringe. Gebt euch die Ringe gegenseitig mit den Worten: Nimm hin diesen Ring zum Zeichen für meine Liebe und Treue. Bitte euch niederzuknien, dass wir für euch beten und euch den Segen Gottes zusprechen können. Gott segne eure Ehe. Der Segen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme über euch und bleibe bei euch jetzt und alle Zeit. Friede sei mit euch. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.